You need to know that I'm a So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer Ausgabe von der Need for Speed Most Wanted Challenge Series. Wir sind zurück, nachdem letztes Mal, ja, relativ, sagen wir mal, gut lief, wir sogar, ja, durch drei Autos durchgekommen sind, was sehr, sehr gut anlief. Und ich auch hingewiesen bin wegen den Straffällen, also beziehungsweise Straffällen wegen den Fahndungssachen, die man bekommen kann. Wurde ich ein bisschen aufgeklärt, habe ich ein paar Tipps zu bekommen. Dankeschön dafür. Unter anderem flüchten wir nämlich auch einen Verstoß gewesen. Und ja, das ist mal auf jeden Fall jetzt für kommende Folgen. Da habe ich eine ganze Liste von euch geschickt bekommen in den Kommentaren. Danke auf jeden Fall für euer Feedback. Da kann ich auf jeden Fall drauf achten und dementsprechend weiß ich, wo wir dann beim nächsten Mal, ja, was wir dann genau machen müssen. Dann gehe ich ein bisschen planvoller los und mache nicht einfach so, ich könnte das jetzt machen und hoffe, dass das ein Verstoß ist. Das ist nämlich ein bisschen behämmert. Und wir machen das lieber richtig. Dementsprechend, ich würde sagen, wir legen heute einfach wieder los mit dem nächsten Event, was auf uns wartet. Und ich bin gespannt, was für Kfz wir jetzt heute bekommen. Oh, ein Turbo S. Stimmt, der war ja in dem Spiel drin. Den habe ich richtig gefallen. Das ist ja natürlich voll geil. Finde. Das ist der 906er. Die 906er Porsche mögen sehr viele nicht. Die 906er Porsche ist so die verhasste Porsche-Generation. Viele mögen die Kisten nicht. Gut, das fällt nicht beim Turbo und bei den GT2 und GT3 auf. Das sind nicht die Autos, die keiner mag, aber den normalen Carrera 906 mögen sehr viele nicht. Ich bin echt großer Fan von der Reihe. Ich glaube unter anderem, weil sie keiner mag. Es ist irgendwie so der Reiz daran, das Ding zu mögen, weil es keiner mag. Ich mag die Teile. Vom Innenraum sind sie halt mittlerweile sehr altbacken. Die haben kein schönes Innenraumdesign leider. Falsche Taste. Aber an sich so optisch finde ich sie echt schön. Der Turbo aus der Generation, den verbinde ich halt ultras. Und ja, ihr habt ja gesagt, ich soll ausschweifen und ganz viel Scheiße labern. Dementsprechend, da habt das. Verbinde ich ultras mit was mit Porsche, weil ist der Turbo S nicht der 906 sogar das Covercar vom Spiel? Weil bei Liefers wie Porsche damals war nämlich das Ding das neueste Auto, was gerade raus war von Porsche. Der Turbo S war das modernste Modell im Spiel. Ja, sieht man, wie alt jetzt bei Liefers wie Porsche war. Es kam, glaube ich, Liefers 2000 kam es gerade genau raus. Dementsprechend da war eben der 906 Turbo S gerade auf dem Markt. Und das war eben das Covercar. Und damals hat man den hart gefeiert als Kind, weil das war halt so der ultimative Porsche. Obwohl die natürlich auch 903 so drin hatten und 959. Der 959 und auch der GT2 aus der 993-Generation, die waren beide DLC-Autos, die mussten beide runterladen. Ja, damals war das noch eine teure Angelegenheit. Nicht, weil die DLCs gekostet haben, die haben kein Geld gekostet, aber du musstest sie halt runterladen. Und damals hatte man noch keine fucking Flatrate. Dementsprechend hast du für jeden Kilobyte, den du hattest, arsch viel Kohle verpallert, weil Internet war damals noch mehr 900 heute. Dementsprechend hat alles einfach nur sau viel Geld gekostet und also, ich glaube gar nicht, wie viel Überzeugungsarbeit das war, mein Vater zu überzeugen, ja, wir müssen diese beiden Autos runterladen. Boah, das hat ewig gedauert. Ihr wisst, die Porsche wird irgendwann auch nochmal als Let's Play kommen. Ich weiß nicht, ob es dann auf YouTube kommt oder auf Twitch, ich muss mal schauen. Aber ich will es auf jeden Fall mal Let's Play, allein aufgrund dessen, was ich ja letztes Mal erwähnt habe mit dieser Gebrauchtwagenmarkt und sowas. Das ist halt einfach so ein Punkt, der dieses Spiel so ultras reizt. Und weil das Ding auch Cheats hat. Da gibt es zum Beispiel AC-Cars und sonstige Spielrennen. Es gibt ganz viele lustige Cheats noch für die Spiele. War noch die Zeit, wo man so Cheat-Hefte gekauft hat. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, weil ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir immer diese Cheat-Hefte gekauft. Gab es ja ganze Weile. Wie gesagt, Internet gab es damals nicht. Wir hatten auch sehr, sehr spätes Internet. Also ich hatte zu der Zeit, wo ICQ Facebook schon gab, da habe ich das Internet bekommen. Aber wir hatten damals daheim kein Internet. Meine Eltern war es halt egal und ja. Dementsprechend, ich bin da sehr spät dazu gekommen. Ist ja lustig, dass ich als Hauptberuf mittlerweile was mache, was nur mit Internet zu tun hat. Das ist irgendwie ein bisschen interessant. Nebenbei hat das sehr gut geklappt. Ich freue mich gerade gleich aufs Rennen, weil der Porsche fährt sich sehr angenehm. Und ich habe mir diese Cheat-Heft gekauft und Klein Lukas hat ja immer gedacht, wenn er die neuen kauft, die neuen Ausgaben, dann kommen auch für bereits bekannte Spiele neue Cheats raus. Aber so funktionieren Cheats ja nicht. Die Cheats sind im Spiel drin, da werden keine hinzugefügt. Wusste ich damals nicht. Und dementsprechend habe ich aber diese Cheat-Hefte gekauft. Wir fangen mal an. 50.000 Kopfgeld, ja, dann haben wir ja ein bisschen Zeit, um zu quatschen. Cheats haben ja auch einmal ein bisschen das Genick gebrochen. Indem, dass mir meine Mutter ein Spiel weggenommen hat, das mein Vater mir beschafft hat. Danke, mein Vater. Auch danke an meine Mutter, Erziehungspflicht und so. Man kann jetzt sehen, wie man möchte. Auf jeden Fall, es geht um GTA San Andreas. So, Klein Lukas war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht alt genug, um GTA San Andreas zu spielen. Das hat meine Mutter halt genauso. Mein Vater jetzt nicht unbedingt, aber der wusste auch nicht genau, wie viel das war. Und ich war halt sehr überzeugend damals.
Ja, ich hatte halt auch noch die US-Version. Das ist leider kopierte Version, aber kein Original, das kann man jetzt halt sagen. Und dementsprechend war halt Uncut, also Kopf abschießen, durch Blut fahren und du kriegst Reifenspuren und so eine Scheiße. Das ist das komplette Programm. GTS Andreas hat das schon gut übertrieben. Und Lukas meinte sich halt dann Cheatcodes rauszusuchen. Also ich habe die halt wirklich rausgesucht und aufgeschrieben. So, eines Tages bin ich dann in die Schule gegangen, also nicht eines Tages, bin ich die ganze Woche in der Schule gegangen, klingt so, als würde ich sonst nicht zur Schule gehen. Und ich hatte halt die tolle Idee, lassen wir dieses Heft doch einfach mal da liegen. Ihr merkt schon, was wartet, bringt mich voll dazu, in der Vergangenheit zu schwelgen. Ich lasse den Zettel einfach mal auf dem Schreibtisch liegen. So, meine Mutter halt, die Mütter also sind, räumt mein Zimmer auf, weil sonst hat es ja auch keiner gemacht, also man kennt das ja. Und ja, hatte diesen Zettel gesehen und dann stand halt, ich weiß nicht mehr, wie der Wortlaut war, aber ich glaube, alle Passanten im Umkreis von 50 Meter eliminieren. Gab ja ganz bekloppte Cheats für GTS Andreas. Und man kann sich denken, der Mutter freut sich nicht riesig, wenn sie so einen Text liest und dann du erklärst und ja, das Spiel war dann erstmal weg. Bis dann Sommer war und mir Langeweile war und ich meiner Mutter so lange auf den Sack gegangen bin, ein bisschen gedacht, ach scheiße drauf. Wie gesagt, entweder konnte ich sehr gut überzeugen oder ich ging Leuten einfach nur hart auf den Sack. Das konnte ich sehr, sehr gut als Kind. Das war eine Meistertat. Das konnte ich gut. Ich konnte meine Schwester und ich beide auch, wir konnten uns gegenseitig sehr gut auf den Sack gehen. Mittlerweile verstehe ich, wie meine Schwester ganz gut ist. Das war früher nicht unbedingt der Fall. Hallo, Jungs. So, 50... Wir könnten die Autos zerstören. So, das bringt uns aber noch nicht so viel Kopfgeld, dass wir auf 50.000 landen. Deswegen müssen wir das Ganze noch ein bisschen in die Länge ziehen. Aber so viel zu meinem Thema Cheatcodes, Knie, was die Porsche. Der Porsche, man möchte betonen, dieser Wagen hat mich gerade zu der Story gebracht. Kann man so machen? Ich sag's ja nur. So. Aber ihr wolltet das ja, ne? Ich find's irgendwie gut. Das Spiel bietet es halt an. Straßensperre. Was bringt ein Polizeiwagen nochmal? Warte mal. Ach, 2,5. Okay, nee, dann bringt's auf keinen Fall, wenn ich die alle hinter mir kaputt mache, weil da komme ich nicht auf 50.000. Nicht mit den Stufe 3 Cops. Kurze Betonung, sie hatten die Straße. Ah, ne, sie haben doch noch. Okay, vergesst meine Aussage, die haben doch noch. Oh, 2 Polizeiwagen. Kann ich sie beide treffen? Ja! Aber sind beide nicht kaputt, ne? Doch, beide kaputt. Dankeschön. Jo, muss das sein. Wieder einmal schön aufgeräumt. So, Hälfte haben wir schon mal. Heute Turbo fährt sich angenehm. Ist halt eines der Endgame-Autos der Carrera GT im Spiel, der nebenbei ultra geil klingt. Die man halt viel zu selten sich geholt hat, weil man hat einfach das Geld nicht gehabt für alle. Und eigentlich wollte man alle haben. Aber Toro habe ich kurz nie geholt, ich weiß gar nicht warum. Ah ja, falls ihr euch gerade gewundert habt, ja, die Baustelle bei der Brücke ist weg. Das liegt an den extra Options, die hat die Brücke deaktiviert. Ist aber tatsächlich natürlich für die Verfolgungsjagd egal, wir flüchten ja nicht. Wir haben ja keine Endsequenz, also dementsprechend ist das ja egal. Bam! Alter! Weg damit. Der räumt doch ruhig noch ein bisschen mehr. Alter, der hört sich immer darauf zu überschlagen. Wollt ihr eurem jungen Typ nicht mehr helfen? Das sieht nicht gesund aus. Guten Tag. Oh, super. Arthur, wir nun jetzt mit dir rumeiern. Ah, die Straßensperre, sehr gut. Bam! Okay. Warum du jetzt keinen Bock hattest zu fliegen, ist ein Rätsel, aber lassen wir mal. So, entweder Arthur bin nur mit dir oder du schickst mir noch ein paar Straßensperren, dann erledige ich dich. Vamos, vamos. Komm mit dran. So, 12.000 brauchen wir noch. Die Straßensperren wären mir jetzt gerade lieber, weil mit dem alleine wird das jetzt nicht so schnell hochgehen leider. Ich kann jetzt halt ihn nicht kaputt machen, weil es halt so eine Folge zu Ende, ne? Ich liege jetzt weg des Ganzen. Oder komm, Rhinos. Wir fahren da lang und jetzt fahren wir da lang. Oh, nee, hat nicht funktioniert. Oh, beide getroffen, sehr gut. Schön wäre es gewesen, hätte ich beide kaputt gemacht. So ist halt doof gewesen, naja. Oh, Straßensperre. Unten. Mitkommen hier runter, ich muss Straßensperre. Brauch Kopfgeld. Oh, der wird jetzt schön fliegen, allein weil es bergab geht. Eieieiei. Kollege, hier bin ich. Mitkommen. Mitkommen. Sag mal. Bist du vollkommen behindert? Zerleg die Karre nicht. Hallo. Hör auf jetzt. Hier bin ich. Hör auf, den Wagen kaputt zu fahren. Mach keine Faxen hier. Junge. Bleib jetzt hier. Du machst das gerade falsch rum. Willst du mich verarschen? Ähm.
Geil, sind der Verstärkungscounter wird ja jedes Mal, wenn man nämlich flüchtet, wird er zurückgesetzt, leider. Ja, super. Nur weil unser Kamikaze-Pilot hier meinte. Okay, komm, scheiß drauf, ich brauche ja nur 2.500, ne? Komm mal ran hier, machen wir dich mal kaputt, weil du bringst mir genau das Geld, was wir. Jetzt fahr neben mich, kriegst aufs Maul für die Aktion jetzt. Obwohl, nicht scheiß drauf da. Oh, Rhinos, ja, perfekt, es gibt ja noch mehr. Bam, bam. Geil, kein einziger kaputt, so muss das. Scheiße, jetzt komm ran hier. Komm, geh auf 50.000, dann kann ich mich abmahnen. Materisch hätte ich jetzt gerade nur zerstört. Komm mal so, komm. Hopp. Tschüss. Oh, hallo, hallo. Oh. Ich habe aus dem Speedbreaker in der Cutscene angemacht. Das Spiel weiß nicht so ganz, was es damit machen soll, habe ich das Gefühl. So, in Minute 16 haben wir noch zusammen Spaß. Das werden wir aber mal ein bisschen schneller beenden. Ich habe heute keine Zeit für dich. Tut mir leid, kriegst kein Bild. Keine Rose, keine Ahnung, was du von mir kriegen solltest. Du kriegst nichts davon. Fuck. Hast mich nicht. Du hast mich nicht. Ja, dann komm nur mal in einer Minute. Das würde ihm auf jeden Fall helfen, wenn ich ihn gerade im Wald begraben habe. Schöne Aussage. Ich finde, das klingt viel schöner, wenn ich das so sage. Wald begraben, ja. Das nehmen wir so. Ein schöner Begriff. Ich bin hier noch nie lang gefahren, ich schwör's euch. Ich kenne diese Strecke nicht. Alter, wenn ich hier runterfahre. Warte, komme ich auf diesen Zwischenweg? Ja, ne? Ja, komm ich, okay. Ich dachte, ich fahre nämlich sonst wieder direkt auf die Straße. Das wäre kacke, weil da unten ist nämlich eine Straßensperre. So, easy. So muss das. Also den Turm würde ich gerne nochmal fahren. Nur mal vielleicht geil getuned vielleicht. Weil er hat ja auch ein paar schöne Bodykits, wenn ich mich nicht irre. So. Gut. Ein weiteres Auto abgehakt. Damit haben wir jetzt schon die Hälfte der Verfolgungsjagd. Nee, noch nicht. Bald. Bald sind wir bei der Hälfte angekommen. Was haben wir denn hier als... Weniger als 3 Minuten flüchten. Oh, okay. Dann bin ich jetzt erst recht interessiert, was für ein Auto bekommen. Sonst sind 3 Minuten nämlich tricky. Oh. Na, da weiß ich gar nicht mehr, ob das so eine gute Waffe dafür ist, was ich gleich machen muss. Naja, wir werden es herausfinden. Die hat nämlich Heckantrieb. Das ist gar nicht mal so geil. Aber der Klang ist sexy. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich will mal ein bisschen rausfinden, wie die Geschwindigkeit von den Kollegen ist, weil ich muss gleich muss mir mal überlegen, wie ich die 3 Minuten gleich mache. Weil die 3 Minuten Folge gesagt, da muss der relativ schnell weg. Hier, dem ich denke, wir werden auf Stufe 3 Cops haben. Hier sind wir bei Stufe 4, aber ich glaube nicht, dass wir Stufe 4 in der Folge gesagt haben. Da muss ich ja halt wirklich möglichst schnell sein, möglichst schnell alle ausschalten. Dann sind das eigentlich, ist es eigentlich in 3 Minuten machbar oder unter 3 Minuten. Er fällt sich ganz angenehm. Er hat es relativ direkt handling. Ich habe leider, wird jetzt sehr schwerfällig, aber ist er gar nicht. Weil er sicher eine Luxuskiste ist, ne? Das Ding wiegt ja ein bisschen was. Das ist ja jetzt kein leichter Sportwagen. Sehr gut, Abkürzung nehmen wir mit. Oh ja, genau. Das meine ich nämlich schön Boden, weil dann Heck geht weg. Ja, bitte! Oh Gott sei Dank, der Müller vor ausgewichen, ey. Die hätte ich nämlich nicht wegkrabben können. Dafür sind die Dinger viel zu schwer. Polizist, sieht er mich? Ich habe meine Antwort gerade ziemlich deutlich bekommen. Ja, er hat mich gesehen, schade. Ich würde ihn ja jedes Mal gerne über Funk sagen, nein, ich schüttel dich nicht, aber ich fahre gerade ein Rennen, lass uns danach reden, wir können danach über ein Knöllchen quatschen, aber lass mich doch kurz mal mein Rennen zu Ende fahren. Weil ich so unhöfliche Kopf in diesem Spiel. Der Helikopter ist gerade auch irgendwie verwirrt, oder er fliegt irgendwie in die falsche Richtung. Der macht schon Bock, der ist geil. Ich habe echt Schlimmeres erwartet. Ich fand, war der bei Carbonik mit schwerfällig, das Ding? Weil er dieser Luxus-Exoten-Bomber war. Aber der fährt sich hier echt sehr entspannt. Schon wieder ein erster Martin gefunden. Obwohl, diesmal kann ich nichts vorwerfen. Das ist ein sehr mäßiger erster Martin. Wenn du noch einen davon findest, ist er nicht mehr so. Ja, wohl schon so wahrscheinlich. Ich kenne hier, glaube ich, in der Gegend einen, der hier gerade an DB9 fährt. Also ich habe bisher einmal einen DB9 gefahren. Das war ein Cabrio. Das war nicht mal ein Zuger. Das war nicht mal ein Coupé. Wow. Hey. Nicht so. Okay, jetzt habe ich gerade ein bisschen mit dem Ping-Pong gespielt. Ja, schon 4 Kopf ist bei Mautstelle schon assig, weil das sind ziemlich viele. Da musst du erstmal aufpassen, nicht nonstop irgendwie um die Karre zu fahren. Ja, genau das. Komm.
Muss den einfach ausweichen. Ich darf ihn nicht hin drauf fahren, weil die bremsen nämlich sofort. Und dann hänge ich nämlich bei völlig übelst viel Geschwindigkeit. Nagelband. Das Speedback ist so ein geiles Feature. Warum bringt man sowas nicht zurück? Sowas würde ich mir in aktuellen Need for Speed-Teilen auch wieder wünschen. Speedbreaker und hier, Verfolgungsstopper. Immerhin läuft Need for Speed auf der fucking Frostbite-Engine. Da läuft Battlefield drauf. Ich zerlege da ganze fucking Häuser. Warum kann ich da keinen Wasserturm an Need for Speed umwerfen? Es wird sich mit dieser Engine so anbieten, da Verfolgungsstopper wieder reinzunehmen. Ich würde mich so freuen. Verfolgungsstopper und Speedbreaker. Zwei Features, die ich mir gerne wieder wünschen würde. Fand ich nämlich alles geil. Ein Carbon geil, beim Most Wanted geil, beim Undercover geil. Also Undercover war jetzt nicht so geil, aber das Feature war geil. Okay, das war jetzt noch recht easy. Ich hoffe, wir haben keine Stufe 4 vorgesagt. Stufe 3, wie gesagt, easy, aber Stufe 4 könnte schon mit 3 Minuten. Das kann schon lustig werden, das hier so schnell wegzukriegen, Jungs. Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3, nicht Stufe 4. Bitte, bitte, bitte. Oh, sind Stufe 4 Kopf, sie wollten mich doch verarschen. Ach du Kacke, ja, das finde ich jetzt ein interessanter Fall. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir gestoppt sind. Die muss ich nämlich so möglichst schnell fertig machen, alle. Straßensperre. Oh, rechts rum. Links rum, wollte ich sagen. Jetzt das andere rechts. Das Frauenrechts. Ah, oh, Helikopter ist ja auch noch. Wie mache ich das denn mit dem Helikopter? Aber. Also, die Jungs habe ich schon abgehängt. Boah, Alter, sind hier viele Kopfautos. Scheiße. Ich glaube, das müssen wir erstmal herausfordern. Die anderen Dinger waren immer so, wenn es verkackt ist, dann lag es in deiner eigenen Dummheit. Aber ich weiß gar nicht, wirklich. Ich muss gucken, wo sind denn Verfolgungsstoppe überall? Ich habe die nicht mehr auf dem Schirm, wo alle welche sind. Danke, Bender. Problem ist, den Heli kriege ich nur in Tunneln uns abgehängt. Wenn der über die 3 Minuten jetzt mitfliegt, haben wir ein Problem. So, 2 Minuten haben wir noch. Die erste Minute war jetzt bisher überhaupt nicht effizient, das hat gar nichts gebracht. Also abgehängt hatte ich die an sich. Oh fuck, das habe ich nicht gesehen. Boah, Glück gehabt. Gerade noch im richtigen Moment den Speedback herumgeschmissen, ey. Puh. Das war knapp. Oh komm, push dich. Vorne kommen jetzt einige, also jetzt muss ich mal gucken. Hälfte der Zeit, das ist der Wahnsinn. Ich habe die Hälfte der Zeit schon rum und ich bin auch sehr weit davon entkommen. Ah, Helikopter ist gleich weg, sehr gut. Helikopter ist weg. Komm, kusch dich jetzt. Lass mich gerne in Ruhe. Einfach die ganze Stadt auseinandergenommen, wenn es sein muss. Oh. Alter, es spawnen überall neue Polizeiwagen. Wie soll ich denn dagegen ankommen? Fuck it. Ja, das werden wir nochmal neu starten können. Alter, ich. Puh, ist auf Stufe 4, das ist halt echt eine Nummer. Ja, wo sind die Nagelbänder? Da sind keine mehr, die sind schon durchgefahren, die Jungs. Oh, kusch dich. Nee, nee, das klappt nicht. Das gibt kein. Nicht im ersten Anlauf, leider. Schade. 3 Minuten ist aber auch nicht viel Zeit in Stufe 4, ey. Jo, guten Tag, der Herr. Ich muss hier rechts rein. Sehr gut. Oh mein Gott, du haust alle weg, da kommt der nächste schon hinterher. Das gibt's ja nicht. Ich hab nur einen an der Backe, ist der letzte. Ey, schaffen wir nicht, scheiße. Ah. Aber es war knapp jetzt. Also wenn sobald, ich meine die Zeit stoppt, sobald ich geflohen in dem, ich meine die Zeit wird oben angehalten, sobald du im Flüchten bist. Ich meine, dann läuft es ja erstmal nicht weiter. Ich meine es, ich will mir nicht ganz sicher, wir werden es ausprobieren müssen. Das ist grau, Madame, das ist eindeutig grau, in deren Farben. Helikopter hin. Ich
Helikopter ist nicht gespawnt. Ah, da ist der Helikopter. Scheiße. Gas, 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 Gas. Da hatte ich jetzt Glück, dass der Helikopter so spät ist, losgelegt worden ist. Weil das Problem gerade im ersten Try war nämlich, dass der Helikopter direkt da war. Und mit dem hatte ich das Problem, dass ich die, auch wenn ich die abgehängt habe, immer noch nicht flüchten kann, weil der ich in dem Sichtpunkt bin. Der Helikopter hatte mich aber jetzt noch nicht gefunden. Da hatte ich jetzt einfach sau viel Glück, dass der Helikopter so spät jetzt erst losgelegt hat. Da hatte ich wirklich jetzt gerade sau viel Glück in der Hinsicht. Da bin ich jetzt durchgekommen, sehr gut. So. Ach komm, nächste machen wir noch, wir machen noch eine Runde, machen wir noch, eine geht noch, komm. Gönnen wir uns noch. Ach, Straßensperren kriegen wir hin. Das machen wir, das ist nichts Schwieriges. Oh, Erik 7! Ganz vergessen, dass der im Spiel war. Will ich echt noch los? War der im Spiel? Vergessen wir, dass Erik 7 auch im Spiel war. Hey, im Spiel. Bin ich irritiert. Ich kann mich an ganz viele Japaner in Moskau nicht mehr erinnern. F34 war ja auch nicht drin. Der Carbon war ja wieder drin. War der Erik 7? War nicht drin? Hab ich völlig auf dem Schirm gehabt, die Kiste. Oder tue ich mich jetzt gerade? Ich habe nur den Erik 8 hier auf dem Schirm. Junge, ist die Kackkarre schnell. Folgendes wird gleich lustig, da habe ich Spaß dran. Da werde ich richtig Spaß haben. Ihr merkt gerade, ich bin gerade im Grübeln. Gab's hier wirklich einen Erik 7 im Spiel? Hier kam es immer so vor, als gäbe es keinen. Na gut, anscheinend gibt es schon einen. Hab ich ihn nie getuned. Ach, ja, komm! Komm aus dem Quark jetzt! Ich hab keine Zeit jetzt! Das wird eng. Oh, ja, scheiße, LKW. Ich war gerade so gut unterwegs von der Zeit. Ach, komm! 2,67 Sekunden, also ich habe jetzt gar keine Zeit, keinen Spielraum mehr. Ja, tschüss, Jungs. Boah. Ja, ich habe mich gerade mit meinem ganzen Körper versucht mitzubewegen. Das macht gar keinen Sinn, aber Gamer halt. Komm. Ich habe echt ganz vergessen, dass es einen Erik 7 hier gab. Hab ich gar nicht am Schirm gehabt, was den hier gab. Also ich. Oh, danke. Nett von dir. Warum immer der vorgefahren ist, um mir die Lücke zu lassen. Sparu weiß ich, aber okay, ja. Wahrscheinlich gab es nämlich 7. Nicht im Kopf gehabt. Jetzt kommen die Kommentare. Nein, es gab eine Story, keine Erik 7. Das wäre hart lustig. Würde ich ja gerne aufklären. Ja, der fucking Autobahn abgehen, das Ding keine Chance hat. Erik 7 geht voran wie ein Geisteskranker. Das Ding ist so am Marschieren, ey. Danke, Benner. Fickt euch. Nein! Oh. Okay, ich hab's ein bisschen kürzere Route gewählt, sehr gut. Wo ist die Mautstelle? Wo ist die Mautstelle? Da vorne kommt sie. Wo ist das Nagelband? Oh, ist gar keins hier rechts. Okay, dankeschön. Ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, ich kann mir keinen Fehler leisten, sonst können wir das Ding nämlich gleich neu starten, weil zeittechnisch habe ich gar keinen Spielraum. Ein bisschen schlecht, so ein bisschen mies gerade. Ich weiß nicht, ob das eine gute Route war, die ich jetzt gefahren bin. Ja, schaffen wir. Sehr gut. Okay, haben wir das Teil echt noch rausgeholt. Boah. Ja, wenn der LKW nicht gewesen wäre, wäre das alles viel einfacher gewesen. Der LKW hat mir mega die Probleme bereitet. Weil wegen dem habe ich halt mega den Trouble gehabt. Ja, gut. So, 8 Straßensperren müssen wir mit dem Ding jetzt umfahren. Das ist das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt auf Stufe 4 sind, sind 8 Straßensperren kein Hexenwerk, weil die Dinger tauchen auf wie bekloppt. Die hast du an jeder Ecke, auf jeden Fall. Alter, ist das ein Kopfarmaler vor mir. An jeder Ecke, das ist das Gute. So schnell bist du die Polizisten noch nicht los. Deswegen kannst du dich da schön drauf konzentrieren. Danach kann ich dann erstmal eine ganze Armee von Verfolgungsstoppern auf die Jungs loslassen. Violett.
Ja, ja, mach dir mal. Oh, wo kommen die Rhinos? Ah, die sind oben, oder? Ja, die waren oben. Ha, haha, haha, Idioten. Ach, jetzt sagen sie plötzlich mit den Rhinos an. Gut, war auch zu spät, weil ich schon längst an denen vorbei bin. Aber trotzdem schön, dass sie es jetzt mal sagen. Nummer uno. Schön Drift hingelegt, sehr gut. Durch. Ah, ne, wir sind gerade auf Stufe 3. Warte, waren das nicht gerade am Anfang Stufe 4 Cops? Wow, 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 die Framerate ist gerade am Abkacken. Das gefällt mir gar nicht. Hallo, hallo. Spiel. Danke. Oh, die Framerate gerade keinen Bock hatte. Das sind doch Stufe 3. Warum habe ich denn gerade Stufe 4 gesagt? Oh, war am Anfang Stufe 4. Ja, keine Ahnung. Das war mega. Ja, Problem ist deswegen, mit Straßensperren ist gar nicht so häufig. Und so viele Polizisten habe ich auch nicht an der Backe. Oh, schlecht. Ganz schlecht. Komm ran jetzt. Ja, Stufe 4. Also ich sag mal so, Stufe 4 wäre mir echt lieber gewesen. Also jetzt hätte ich sie gebraucht. Ja, so werden 8 Straßensperren jetzt ein bisschen was dauern. Warum springst du da runter? Erklär's mir. Oh, bist du ein Vollidiot. Nein, hier bin ich. Komm jetzt mit und hör auf, von irgendwelchen Klippen zu springen. Was ist denn deine Mission? Super, 2 Minuten wieder Wartezeit, weil der Depp meint, sich überall runter zu stürzen. Verstärkung ist zu 2 Minuten da, ganz entspannt bleiben. Aber der will mich jetzt verarschen, oder? Bruder, hier bin ich, komm. Fahr hier in meine Richtung. Wir fahren schön in die Richtung. Komm jetzt ran. Alter, ich zieh gerade einen Burnout. Hör auf, mich da im Rennen zu stören. Sag mal. Zu stören, wollte ich gerade sagen. So. Jetzt sind wir schon wieder bei 2 Minuten. Der will mich doch verarschen. Was ist denn deine Mission hier? Blöde Sau, ey. Komm, da vorne ist der nächste. Ich nehme mir den neuen. Mann, Alter. So, wir sind jetzt neue beste Freunde. Oder komm, Rhinos. Ihr raubt gerade euren eigenen Teamkollegen weg, wenn ihr in die Richtung weitergefahren werdet. Ich habe euch nur gerade ein bisschen davon bewahrt, euren eigenen Kollegen umzubringen. So, wir sind jetzt neue Freunde. Du bleibst bei mir und brauchst keine Scheiße. Wie wär's? Geile Idee, ne? Super, machen wir so. So, wir biegen rechts. Rechts, ja, ja. Bisschen noch. Komm, falsch, richtige. Komm jetzt! Ich brauche nur 7 Straßensperren noch. Nur noch. Hier ist ihre. Oh Gott, noch mehr Rhinos, ne? Oh, 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 das war knapp. Jo, danke. So, eine Minute musst du noch bei mir bleiben. Dann hast du wieder ganz viele Kumpels, mit denen du spielen kannst, mit denen du zusammen Scheiße bauen kannst. Da juckt mich der Weg nicht so sehr. Aber alleine mal ein bisschen hier ernst bei der Sache bleiben, ne? Mal ein bisschen deinen Job richtig ausführen. Schön, dass du mir zuhörst, danke. Mach jetzt keine Faxen. Ja, keine Straßensperre spawnen, wenn der Verstärkung braucht. Könnte nicht sein, dass man keine Straßensperre mehr aufbauen kann. So, Verstärkung erst 2 Minuten vorher, geht noch keine Straßensperre. Auf keinen Fall. Oh, 7 Verstöße habe ich schon. So, eine halbe Minute noch. Oh, davor. Bitte fahr einfach nicht durch den Verfolgungsstau. Fahr links, ganz links, ganz links. Ja, ja, links, links, weiter links, links, rum. Danke, brav. Nicht in den Verfolgungsstau, nein. Das ist nämlich einer der Verfolgungsstau, den die KI gerne mal umkickt. Und da musst du halt echt ein bisschen aufpassen. Dann ist hier, ja, verabschieden. Bleib dran. Du hast noch 15 Sekunden. Dann ist gut. Oh. So. 8 Sekunden noch. 6, 5. Dann können wir die Party wieder steigen, das habe ich gehört. Und Party ist ab geht's. Strahle schon die Straßensperre. Sehr gut. Meine Freunde, ich bin da. Party. Boah, Alter, sie geht die Kante geworfen. Junge, 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 Junge. So, gewinnen wir schon viel besser hier wieder. Gewinnen wir schon wieder viel besser.
Sonst würde ich jetzt gerne noch 6 weitere Straßen sperren. Wie wär's damit? Komm Jungs, Straßen sperren hier, ich mache Sachen kaputt, wenn es euch provoziert. Jo, kein Thema, fahren links rum alle, sehr gut. Kann man dir helfen? Oh. Wollt mich doch verarschen? Ja, ja. Ah, fuck, ich bin gerade wieder losgekommen. Wie ich vorher gerade noch sage, nicht den Polizeiautos hinten reinfahren, weil die einen ausbremsen. Und ich provoziere es halt noch, indem ich dem einen hinten... Ja gut, wenn ich lernen will, muss fühlen, ne? Fahren wir den Polizeiwagen doch hinten rein, vielleicht passiert da was. Ich würde sagen, es sind ja schon 4 Cops, die da vor uns rumeiern. Die hauen nur alle ab, weil die mit dem Einsatz überhaupt nichts zu tun haben. Oh, Alter! Was ist denn bei euch los? Kein Selbstmord bitte, dankeschön. Deswegen habe ich Stufe 4 gedacht, weil Stufe 4 kommt am Anfang rumeiern. Aber nur eine Stufe 3er, sehr gut. Jo! Aber gut. Verfolgungsjagd einmal neu gestartet, einmal heute erwischt worden, also heute ist es noch nicht so effizient alles. Ist einer noch dran bei mir? Ne, da vorne ist noch einer, okay. Dachte, ich hätte sie schon alle abgehängt, ey. Da wäre aber. Nächste Straßensperre. Jetzt. Was ist jetzt los? Warum kommen wir jetzt überall Straßensperren? Warum gehen wir schon vorher nicht direkt so? Ah, fuck. Der Klang ist halt geil. Oh, nächste Straßensperre. Also, aus purem Interesse, warum ging das denn vorher nicht so? Das meine ich ja wirklich, wir haben jetzt schon 3 Stück. Komm, wir fahren mal in die Stadt rein, Jungs. Stadt, links, ja, ja. Oh, nächste Straßensperre, sehr gut. Guten Tag, ich bin da. Oh, Jungs, kommt ran jetzt. Hallo, wo seid ihr denn alle? Oh, komm, Mazda, find bitte Grip. Hier bin ich. Okay, sein einer Kumpel ist tot. Wir haben nur noch wieder einen dabei. Geil. Was geht die Scheiße wieder los? Komm mit. Wir müssen jetzt nur 2 Minuten den Tag zusammen verbringen. Wie geht's dir so? Was ist dein Lieblingsessen, deine Lieblingsfarbe? Erzähl mal ein bisschen was von dir. Ah, Straßen. Was? Warum kommen wir jetzt Straßensperre trotzdem keiner verstärkt? Ich fühle mich gerade hier ein bisschen getriggert. Einfach so! Das ist ja der Wahnsinn! Warum betone ich Sachen so komisch? So, mal warten, den Flocht weg. Dann haben wir den Weg abgeschnitten. Bitte bleib bei mir, mach keine Scheiße. Dann rechts rum, wir fahren nicht durch den Wasser, nicht durch den Turm. Bruder, willst du mich verarschen? Was sind Rhinos? Die bringen mir nichts. Da vorne ist ein Polizist. Bleib hier. Komm, lass Freunde sein. Ich mag dich. Bleib bei mir. Mach keine Faxen jetzt. Hallo. Wartet der auf mich? Ja, er wartet. Okay, ich dachte, er haut die ganze Zeit konsequent von mir ab. Hätte ich mal eine reingehauen, ey. Straßensperre. Bam. Das ist der Wahnsinn. Kruzifix, verdammt noch eins. Da du eh durch den Park fährst, komm, fahren wir direkt hier durch. Nein, nicht alle hochfahren. Da vorne oben ist Verfolgungsstopp, da wollen wir nicht hin. Fahr außen rum. Mach jetzt hier keine Scheiße, ey. Komm raus. Hier lang. Danke. Oh, nur 2 Straßensperren, das ist nicht so viel. Bitte machen wir jetzt einfach den Tag nicht schlimmer, als es ist. Aber ja, abbiegen. Oh, sehr gut. Versteckung ist wieder da. Alles gut, mach, was du willst. Tschüss. Oh, komm, geht das, ne? Oh, shit.
Warum bin ich im Slow-Mo so scheiße stark mit der Karre? So, zwei Straßensperren noch und dann mache ich hier Randale. Ah, sehr gut. Bam, bam. Ich mache jetzt schon Randale, vergesst meine Aussage. So, eine brauchen wir noch. Dann ist hier aber gleich richtig Party, sage ich euch, Alter. Dann fliegen die Verfolgung, stoppt euch nur noch mal Ohren. Komm, Straßensperre. Oh, Rhinos. Wow. Komm schon, Straßensperre ist ein Wort. Wie kann man das nicht verstehen, was ich hiermit ausdrücken möchte? Kriegt mich doch eindeutig nicht. Und die harte Tour. Und die mittelweiche, weiche Tour. Straßensperre. Buchstabier es euch gerne gleich. Sag mal, seid ihr eigentlich alle komplett behindert? Jetzt baut doch mal. Dankeschön, da ist die letzte doch. Guten Tag, der Herr. Bam! Tschüss. Mach ich da mal, ne? Wow, okay, Kontrolle verloren. Das ist ja der Wahnsinn. Wie macht er das nur? Oh ja, jetzt haben wir plötzlich Geld für mehr Straßensperren. Die wollen mich doch verarschen, oder? So, ich habe gesagt, ich mache Party. Gut, davon haben wir noch jemanden, der auf jeden Fall auf die Hand zu leeren möchte. Keine Sorge, ich habe noch ein paar Verfolgungsstopper. Da kommen jetzt auf jeden Fall einige. Boot. Boah. Randa. Das Ding. Hier ist eine. Oh, Fluchtpunkt, komm. Hier ist kein Fluchtpunkt, ne? Scheiße. Nein! Wo war der Fluchtpunkt hier nochmal? Ach, hier drin war der. Scheiße. Ein Tor zu früh rein. Kacke. Komm, fahr, dreh in andere Richtung. Ach, lass mich doch in Ruhe jetzt. Ja, ist richtig. Lustig. Boah, fuck, aua. Puh, geschafft. Mein Gott, das war jetzt aber ein Akt mit den Jungs. Es war nicht, weil es schwierig war, sondern einfach, weil die an der Strippe zu halten, war echt die Sache. Deswegen, wie gesagt, Stufe 4 wäre dann halt deutlich entspannter gewesen. Dann wäre es in Kommen halt das Schwierige geworden, aber nicht eben das, wie bald ich die Jungs bei mir. Aber gut, nächste Folge machen wir dann wieder auf Weg und weiter. Wir haben jetzt auf jeden Fall jetzt bald so gut wie die Hälfte auf jeden Fall mal abgeschlossen. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Spaß gemacht, wenn ihr alles gerne einen Daumen rum da. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier bei der Most Wanted Challenge Series wieder. Bis dann. Tschö.